Wer sich im Herbst in unseren heimischen Wäldern umsieht, dem fällt auf, dass sich zu den sonstigen Waldbewohnern hier und da ein paar neue gesellt haben. An den verschiedensten Orten im Wald wachsen Pilze. Sie tauchen in vielfältigen Formen auf, aber in ihrem Aufbau ähneln sich die meisten Pilze. Ein kurzer Stiel und ein Hut. Sehr viel mehr scheint nicht dran zu sein. Damit hätten wir geklärt, wie ein typischer Großpilz aufgebaut ist, wie er sich fortpflanzt und vermehrt. Bleibt noch die Frage, wie sich so ein Pilz ernährt. Ein Pilz ist keine Pflanze. Er bildet also kein Chlorophyll. Deshalb kann er auch keine Photosynthese betreiben, um selbst Nährstoffe zu erzeugen. Der Pilz ist von anderen Lebewesen abhängig, um an Nährstoffe zu gelangen. Es gibt aber auch viele winzig kleine Pilze, die ganz in unserer Nähe am Werk sind. Manchmal auch da, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten. Diese kleinen Ein- und Mehrzeller ernähren sich, wie ihre großen Verwandten, heterotroph. Sie nutzen organisches Material fremder Organismen, tot oder lebendig, als Nährstoff. Manchmal machen wir Menschen uns die Arbeit dieser Pilze zunutze. In anderen Fällen tauchen sie da auf, wo wir lieber auf sie verzichten würden. Gerade die Ernährungsweise von Pilzen ist besonders interessant. Denn sie haben verschiedene Strategien zur Nahrungsaufnahme entwickelt, mit denen sie das Dasein anderer Lebewesen ganz entscheidend beeinflussen. Im Wesentlichen lassen sich drei Formen der Nahrungsaufnahme bei Pilzen unterscheiden. Sie zersetzen tote organische Stoffe, zum Beispiel abgestorbene Bäume. Auf unserer Erde gibt es viele Orte, an denen Pflanzen kaum gedeihen. Heiße Wüste, felsiges Gebirge oder nährstoffarme Heidelandschaften. Aber gerade dort, wo Pflanzen es schwer haben, da wächst etwas anderes. Nämlich solche kleinen, eigenartigen Gebilde. Man nennt sie Flechten.